Herzlich willkommen zum 5. Spieltag der Regionalliga West. Nach dem starken Auftritt von unserem RWE letzte Woche an der Hafenstraße gegen die zweite Mannschaft von Köln, muss man heute in der Fremde beim Bonner SC antreten. Und dass das keine leichte Aufgabe werden sollte, ist schon im Vorfeld klar. Schließlich sind die Bonner noch ungeschlagen und holten aus ihren 3 Spielen starke 7 Punkte. Unser Trainer Sven Demann vertraut aber derselben Elf, die letzte Woche gegen Köln zu überzeugen wusste. Und die erwischte dann auch einen guten Start in das Spiel. Kamil Bednarski kann den Ball von Omer Basic blocken und das wird dann ungewollt zur Vorlage für Kai Bröger. Der umkurvt den Torhüter, sein Abschluss wird aber von der Linie gekratzt. Das hätte schon die Führung für RWE sein können. Doch stattdessen kommt es nur 2 Minuten später in der RWE-Abwehr zu dieser Uneinigkeit zwischen Zeiger und Meier. Yannick Stoffels schnappt sich den Ball und lässt Robin Heller keine Chance. Der Bonner SC nutzt seine erste Torgelegenheit und geht in Führung. Es gibt aber kein Durchschnaufen in diesen ersten Minuten. RWE will möglichst schnell den Ausgleich. Dafür bringt Dennis Malura den Ball in den Strafraum auf Marcel Platzek und der geht im Zweikampf mit Nico Perry zu Boden und Schiedsrichter Florian Exner gibt den Elfmeter. Das ist nun eine Sache für unseren Kapitän Benjamin Bayer. Der nimmt nur 3 Schritte Anlauf und trifft, dann aber auch direkt zum Ausgleich. Danach wird aber nicht lange gefeiert, sondern der Ball wird schnell zur Mittellinie gebracht, damit es weitergehen kann. Der Bonner Torhüter war zwar im richtigen Eck, konnte gegen den platzierten Elfer von Bayer aber nichts machen. Es geht rauf und runter. Die Bonner mit einem Angriff über die rechte Seite. Von der Strafraumkante kommt dann der ehemalige Essener Wojno Jesic zum Schuss. Der Ball geht abgefälscht ins Tor aus. Doch die Bonner reklamieren Handspiel und dann zeigt der Schiedsrichter tatsächlich auf den Punkt und gibt Philipp Zeiger dazu auch noch die gelbe Karte. Schiedsrichter Exner scheint wohl mal schnell auf den Punkt zu zeigen. Zeiger konnte hier ja eigentlich kaum die Hand bei diesem wuchtigen Schuss wegziehen. Dario Schumacher ist Elfmeterschütze auf Seiten der Bonner. Robin Heller ist dran, kann den Einschlag dann aber doch nicht mehr verhindern. Erneut gehen die Bonner in Führung. Robin Heller war zwar am Ball, der war aber so wuchtig getreten, dass er ihn nur an den Innenpfosten lenken konnte, von dem der Ball dann doch ins Tor sprang. Und weiter mit der nächsten Standardsituation. Diesmal ein Eckball von Kevin Grund. In der Mitte ist es Zeiger mit dem Kopf. Und der Ball, er zappelt im Netz. Da ist der neuerliche Ausgleich. Wieder kommen die Jungs von der Hafenstraße zurück. Philipp Zeiger, ist es wirklich zu gönnen? Eben war er noch mit diesem unglücklichen Handspiel am Elfmeter beteiligt und jetzt macht er vorne das Tor. Mit seinen 1,94 ist er von Natur aus ein guter Kopfballspieler und das stellt er hier mal wieder unter Beweis. Kurz vor der Halbzeitpause hätte RWE dann auch das erste Mal in Führung gehen können, doch der Abschluss von Kai Bröger verfehlt das Tor dann doch, so bleibt es beim 2:2 unentschieden zum Seitenwechsel. Und nach der Halbzeit sind die Jungs von der Hafenstraße sofort auf Betriebstemperatur. Die Flanke von Kevin Grund erreicht hinten Dennis Malura, der bringt den Ball scharf vor das Tor und da trifft Bednarski den Posten. Schade, das Aluminium rettet hier für die Heimmannschaft. Das wäre ein Blitzstart in die zweiten 45 Minuten gewesen. Die nächste Chance sollte dann auch wieder aus dem Zusammenspiel zwischen Malura und Bednarski entstehen. Malura bringt den Ball wieder vor das Tor, doch Monat hält dann den Abschluss von Kamil Bednarski. RWE jetzt besser im Spiel als noch im ersten Durchgang und dicht daran am Führungstreffer. Nach 65 Minuten zeigt Schiedsrichter Florian Exner erneut auf den Elfmeterpunkt. Leider hat unser Kameramann die Szene nicht eingefangen. Nur so viel dazu. Dennis Malura war in den Strafraum eingedrungen und wurde von Ugar Dündar gefoult. Eine richtige Entscheidung, hier Elfmeter zu geben, auch wenn Dündar das anders sieht und sich zu vehement beschwert, sodass er gleich 2 gelbe Karten sieht und den Platz verlassen muss. Benjamin Bayer nimmt sich der Sache erneut an und unbeeindruckt von der Aufregung versenkt er auch diesen Elfer. Unsere Rot-Weißen sind in Führung. Benjamin Bayer mit seinem 2. Tor heute, 2-mal vom Punkt. Das kommt auch nicht alle Tage vor. Aber bei sowas bleibt er ganz cool. Er schoss in das gleiche Eck wie beim ersten Elfmeter, aber erneut konnte Monat im Tor nichts machen. Wir machen einen Sprung in die Schlussphase. Der Bonner SC wirft nochmal alles nach vorne, um vielleicht doch noch zum Ausgleich zu gelangen. Sebastian Hirsch hebt den Ball vor das Tor und da ist Nico Perry und köpft zum Ausgleich. Das gibt es doch nicht. Das muss doch jetzt wirklich nicht sein.
In Überzahl muss man noch den Ausgleich hinnehmen. So frei darf in der Situation aber kein Bonner am 5-Meter-Raum zum Kopfball kommen. In der Schlussphase erspielten sich die Rot-Weißen noch gute Torchancen, es bleibt aber letztlich beim 3:3 unentschieden und RWE muss sich mit einem Punkt begnügen. Zeit, sich über den knapp verpassten Sieg gegen die starken Gastgeber zu ärgern, bleibt jedoch nicht. Am Dienstag geht es bereits beim hochgehandelten KFC Uerdingen weiter. Bis dahin nur der RWE.